Gut. Hallo Klickenabendler. Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten. Zuerst ist der Matthias heute 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden. Auto gefahren, ja. 10 Stunden. 10 Stunden Auto gefahren, war mega im Stau. Jetzt bleibt er ja hier für die nächsten 7 Tage. Zweitens hatte ich gerade Probleme mit meinem Streamlabs-Account, den ich schon ewig nicht mehr benutzt habe, weil der mich nicht mehr in YouTube reingelassen hat. Und jetzt sind wir endlich soweit und spielen das erste Spiel an einem Sonntag. Angedacht ist der ganze Kram eigentlich erst ab morgen. Und dann versuchen wir eigentlich fast dauernd durchzustreamen, außer Frühstück, Mittag, Abendessen. Und mal gucken, wie lange wir durchhalten. Letztes Mal haben wir 5 Tage durchgehalten, sogar bis Mitternacht. Hier haben wir eine Herbstneuheit, die war bei, nee, ist eigentlich keine Herbstneuheit 2021, ist eigentlich eine Neuheit von 2020, hat mir der Verlag gesagt. Das war nämlich ein Kickstarter-Projekt, aber das Spiel ging ziemlich unter und er hat uns das Neue noch nicht schicken können, das kommt noch, und hatte mich gebeten, ob wir das nicht auch uns nochmal angucken wollen, weil wir haben das garantiert verpasst. Und ich habe gesagt, ja, ist richtig, wir haben es verpasst, ich habe es noch nie gespielt, geschweige denn das erste. Das heißt, wir spielen jetzt Capital Lux 2. War so bei Kickstarter, ist eigentlich ziemlich sprachunabhängig, wie man hier sieht. Die ganzen Karten sind ohne irgendwie Großes, was draufsteht. Hier stehen ein paar englische Begriffe und die Anleitung ist in Englisch. Der Rest geht eigentlich so. Und wir spielen jetzt Capital Lux 2, wie eigentlich Capital Lux 1 funktioniert, mit ein paar Kleinigkeiten. Da liegen jetzt 3 Karten statt nur eine, aber das sind die Fähigkeiten aus dem ersten Spiel. Und ja, mal gucken, ob wir das nochmal die Tage nochmal spielen können mit einem anderen Setup. Und stellt euch das dann vor. Das Spiel ist generell eigentlich sehr einfach. Es gibt 3 Häuser, blau, rosa, gelb, grün. Und in der Mitte gibt es die auch. Und wir draften zu Beginn. Das sind 4 Häuser, ist okay. Ist spät. Es sind 4 Häuser, wird mir hier gerade angezeigt. Ja, es sind 4 Häuser. Es gibt die Karten 2, 3, 4, 5, 6 in jeder Farbe. Und zwar gibt es 25 Karten in jeder Farbe. Also jede Karte genau 5-mal im Spiel, wenn wir mit dieser Erweiterung jetzt spielen, mit diesen 4 Spezialfähigkeiten. Am Anfang draften wir immer 2 Karten, das können wir gerade mal machen, weil meine Mitspieler kennen die Regeln schon, auch wenn sie es noch nie gespielt haben. Links, rechts? Nach links. Achso, na, man nimmt 2 Karten. Ich dachte, wenn ich da drafte. Ja, nee, du nimmst 2. Und die letzten 2 kriegt man. Ach so, wieder 2? Ja, ja. Das heißt, am Anfang habt ihr 6 Karten und wenn ihr das Spiel öfter gespielt habt, habt ihr hoffentlich auch clevere Karten. Danach wird gespielt, reihum. Und zwar spielt man einfach nur eine Karte entweder in die Mitte oder zu sich. Wenn man sie zu sich legt, legt man sie einfach unter die Farben, untereinander, gut ist. Wenn man sie in die Mitte legt, macht man die Spezialfähigkeit. Jetzt versucht man bis zum Ende der Partie, also bis 6 Karten gespielt worden sind, dass man hier eine hohe Zahl liegen hat, aber niedriger als die Zahl in der Mitte. Also wenn in der Mitte, wie man sieht, hier schon 8 liegen und ich hätte hier am Schluss 10, dann müsste ich alle Karten abwerfen und die werden nicht gewertet. Habe ich aber auch 8 oder weniger hier liegen, werden meine gewertet und wenn ich die Mehrheit habe im Verhältnis zu Matthias und zu Bernhard, dann kriege ich die 5 blind hier dazu und meine Karten werden auch gewertet, kommen da auch drauf. Und das spielen wir 3 Runden lang und wer am Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt und die Punkte sind die Zahlen, nicht die Anzahl der Karten, sondern natürlich die Zahlen. Bei Gleichstand kriegt man ein Gold, wenn hier 2 die Mehrheit haben. Und ein Gold ist 2 Siegpunkte am Ende wert. Und jetzt fehlen nur noch die Spezialfähigkeiten. Die sind relativ simpel. Hier gucke ich mir das Oberste an, lege sie hin, wird aufgedeckt am Ende der Runde. Da sind Minus und Plus dabei, die nochmal den Wert hier ändern für alle. Hier kriege ich ein Gold, lege mir das hier hin und am Ende der Partie, der Runde kann ich Gold ausgeben in jeder Farbe und kann mein persönliches Limit erhöhen. Und hier war, ich kriege einfach eine Handkarte. Das war's. Und die Runde endet, sobald einer von uns keine Handkarten mehr hat. Der Rest legt seine Karten einfach hier hin. Und jetzt braucht man einen Startspieler. Berner fängt an. Ich fange an. Die 6. Keine Spezialfähigkeit wird getriggert, aber du bist ja noch gut dabei, ne? Ja, liegen hier 8 in der Mitte. Dann spiele ich mal eine 6 hier hin und ziehe eine. Und ich gucke in der Zwischenzeit mal, was eigentlich in der nächsten Runde, wer dann Startspieler ist, weil eigentlich spielt man es 3-mal. Ich habe aber nicht geguckt, wer dann Startspieler wird. Andi, du bist dran. Ah.
gibt einen Startspieler-Token und es wird immer nach links weitergegeben. Habe ich überlesen. Das heißt, wer war jetzt Startspieler? Ich. Gut. Du hast schon eins angeguckt. Du hattest erhöht. Blau. Verstehe. Dann erhöhe ich auch mal blau und gucke mir auch mal eins an. Kannst du das gleiche legen? Warum denn nicht? Weiß ich nicht, war eine Frage. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht gehen sollte. Es sind doch eh mehr als da Farben liegen, ja, oder? Ja, nicht? Dann geht ja, dann muss es ja gehen. Wie soll ich das denn wissen? Du bist auf lila, du bist auf lila. Okay. Ich steck mal hier einen, ich brauche ja auch mal was. Und da wir es nicht angekündigt haben, doch, ich habe sogar geschrieben, vielleicht streamen wir Sonntag. Das ist übrigens jetzt vielleicht. Wir wussten ja nicht, wann der Matthias kommt, ob wir alle noch Bock haben, ob wir die Technik hinkriegen. Die Partie zählt aber noch nicht für die Loser-Buttons. Oh, du so. Ja, das ist. Wurst, dann spiele ich nicht mit. Was? Er hat mir das jetzt das runtergezogen. Meinst du? Wo weil er nur eine 4 da liegen hat, ja, na ganz sicher. Kann schon sein. Oh, 3 Karten. Ja, hat er noch Karten. Die Berner arbeitet hier mit den ganzen Dingern. Und der Gag jetzt bei Version 2 ist, da liegen mehr Karten als in Version 1. Und. Es gibt halt 16 von diesen Dingern, also 4 in jeder Farbe und damit ist das Spiel unglaublich variabel. Man kann 256 Partien spielen und keine ist gleich der vorherigen, nur anhand dieser Marker. Achso, nee, warte, ich hätte das anders gemacht, ich hätte das so gemacht. Ich nehme einen Zug. Ich spiele mal hier eine 3 hin und ziehe noch eine. Was war die Fähigkeit von Violett? Du kriegst die kleinste, darfst du zu dir nehmen. Ach ja, stimmt. Auch nicht so schlecht. Ne? Ich darf die kleinste zu mir nehmen. Von Violett? Nee, von irgendeiner. Von irgendeiner? Ja, ja. Oh. Ich leg mal dahin die kleinste. Nehme ich mal hier die. Ne, ja, doch, ich nehme die hier. Wie viele Karten habt ihr noch? Keine. Aber wann hast du das gemacht? Ja, eben. Ja, das ist doch wichtig. Du Honk. Wenn du das machst, beendest du doch die Runde. Ach so. Dann bist du nicht nochmal dran. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, wenn du das machst, ist es sofort rum. Ach so, das hast du vorhin nicht gesagt. Doch, habe ich, oder ich hab's im Kopf gesagt. Die Stimmen im Kopf. Ich meine, wenn du die Runde beendest, haben wir keinen Zug mehr und wir legen direkt alles hin. Warte. When a player has no more cards, each other player gets one last turn. Wir haben genau einen Zug. Also dann mache ich das aber, was ich gemacht habe. Ich lege sie dahin, nehme die 3. Das heißt, das ist mein letzter Zug. Matthias, einen Zug hast du und dann müssen wir alle Handkarten hinlegen. Gut, dann werden alle Handkarten noch hingelegt. Und jetzt werden die Dinger hier aufgewertet, umgedreht. Gut. Und dann fangen wir an bei Grün. Das heißt, Grün hätte jetzt, oder ist egal, wo wir anfangen, wir können auch bei Blau anfangen, weil wir alle Blau links haben. Ne? Fangen wir bei Blau an. Blau hätte 7, 14 minus 3 sind 11. Ich habe 6. Das heißt, wir dürfen sie behalten. Wenn wir jetzt mehr hätten, müssen wir sie abschmeißen. Ich habe die Mehrheit. Ich kriege die kleinste Karte geschenkt, also die 2. Und meine Karten werden gewertet, Matthias dann auch, die kommen einfach hier oben drüber. Dann hier wird, was liegt da? 11. 11 plus minus 0. Ich habe nichts. Ich habe 10. Dann kriegt die Berner die niedrigste davon. Oder war es die höchste? Die höchste, das war die höchste, habe ich vorhin gesagt. Entschuldigung,
Wir spielen das Spiel auch gerade zum ersten Mal und es ist Sonntag. Die höchste behält man natürlich immer. Ja. Die höchste Friseur da. Genau. Ja, aber ich habe ja, das gerade getauscht. Dann haben wir hier, das sind 8 plus 4 sind 12. Ich habe 7. Ja, mit den letzten beiden. So, dann kriege ich die 4. Und dann haben wir 6 plus 3 sind 9, minus 1 sind 8. Ich habe 6. Ich habe auch 6. Bei Gleichstand kriegt keiner die Karte, wir kriegen beide ein Gold. Und das kommt aber daneben, weil dieses Gold kann ich ja ausgeben, um meine Dinge zu... Kommt aber trotzdem dahin. Gewährt wird trotzdem. So, und das Gold dann ist ja nächste Runde, das heißt... Nee, es bleibt sonst alles, wie es ist, schätze ich mal. Ach so, warte mal. Ich glaube, das spielen wir falsch. Ich glaube, die Karten bleiben auch liegen. Ich glaube, nur die Dings-Sonnenkarten werden gewertet. Warte, ich guck nach. Das hat man davon, wenn man ein Spiel das erste Mal spielt. Das war gerade für mich logisch, aber ich bin mir gerade nicht sicher. In case of a tie, at the end of the player with the emperor tile, pass it to the left. Wird auch immer blau zuerst gewertet, das haben wir richtig gemacht. Steht nicht da. Gibt es kein Beispiel? At the end of round 1 and 2, the player with the emperor tiles pass it. The player scores bonus cards. Ich glaub, if not, cards remain in your home base. Was? Achso, hier steht, the total card value in Capital District is carried on. If the total card value in your home base exceeds max, you must discard. Ja, wenn du mehr hast. If not, the card remains. Ja, die bleiben alle liegen. Dann müssen wir es gleich. Aber das kriegen wir hin, weil, muss ich kurz überlegen, bei Gelb habe ich es gehabt, ich habe die höhere bekommen. Da hast du 7 gehabt. Da hatte ich 3. Ich hatte 7. Ja, du hattest 7, die hast du dir noch nicht genommen. Ja. Genau, doch, habe ich genommen. Bei Blau hatte ich 6 und die Berner hatte 6, meine ich. Ne? Mhm. Hatten wir gleich 4. Dann müsstest du auch noch ein bisschen. Bei Grün hattet ihr beide 6. Bei Grün hatten wir beide 6. Bei Blau hattest du die Mehrheit. Du die Mehrheit. Mit 6. Ich hatte keine 6. Bei Blau. So. So passt's. Die bleiben auch. Die bleiben liegen. So, der geht 1. Weiter, wir kriegen wieder 6. Für Grün kriegen wir dann gar nichts, außer die Münze. Grün haben wir doch gewertet, ja, die Münze. Wir haben ja Gleichstand. So, was passiert jetzt wieder bei der Münze, die drauf war? Das ist eine gute Frage. Was wäre noch wichtig? Wenn ihr habt jeder ja noch eine Münze, die drauf war. No cards remain in your home. You must discard, also, if the exit. Ja, wahrscheinlich bleibt die da drauf, weil wir spielen ja genau nur 3 Runden. Die Frage ist, Rundenende, was ist denn mit den mittleren Karten? Die bleiben die auch? After all this has been resolved, the player score bonus cards. Which card to take or discard if two or more cards have the same value? After score bonus and not 10. Cards in Capital and in Players' Home Bases remain in place. Es steht dick fett rot da. Echt, das ist Sonntag. Das ist zum Kotzen. Okay, dann kriegen wir alle 6 Karten. Ja. Und da hast du aber jetzt schon Ruhe. Wenn du jetzt nochmal mal gucken magst, was der Merchant mit dem Gold macht, wenn du es nicht benutzt. Der Merchant. Welcher ist denn das? Das ist der Gelbe. Round End. When resolving District, dann kann man es ausgeben. Ah, hier steht sogar, when playing with the merchant, gold tokens gains from tiebreaks kommen auch dazu. Also auch der zählt dazu. Wir können einfach alles Gold dafür ausgeben. Aha, also alles, was du nicht ausgibst, ist am Ende. Genau, also muss ich sie nicht trennen. Naja. Ja. Das ist doch spannend. Dann kommst du raus. Nee, dann draften wir. Ah, ja, draften wir es. Draft, draft. Draft, draft. Das ist aber gar nicht so einfach, was man hier so draften will. Ne? Immer links rum und dann machen wir jetzt rechts rum. Also was sind meine Punkte? Oh, der Matthias hat ja mega Auswahl. Läuft. Mhm. Oh Gott. Okay. Ich darf anfangen. Ui. In der Farbe, wie kommt's?
Das ist ja Mist. Jetzt kommst du raus. Ich komm raus. Komm, dann legen wir hier mal eine 6 hin und gucken uns mal das oberste an. Legen wir es mal da hin. Was ist denn da, wo sind denn deine Karten, die du gescored hast? Er hat keine gescored. Ach so. Der Loser-Band ist überhaupt programmiert. Das ist am Ende sind das alles Punkte. Matthias, irgendwas machst du falsch. So, ich leg da eine 6 hin und nehmen wir mal ein Gold. Das machen wir als Running Gags, machen wir jetzt jede Runde, ja, wenn er nicht score. Was sind das für Karten? Mit den Karten kann ich nichts reisen. Ich hätte anders draften sollen. Ich weiß, was du nicht weißt. Ich nehme plus 10. Ja. Das gefällt mir nicht. Egal was es ist, gefallen tut mir das nicht. Was waren da für Minus drunter? 17. Minus 3 ist das höchste. Und was war das andere Zeugs? Minus 1, minus 2, minus 3. Plus 1, plus 4. Plus 2, plus 4. Plus 1, plus 2, plus 4. Komm, ich geh mal hier auf 9. Ich riskiere es, komm. So mutig. Ich habe ja noch Gold. Immerhin geht es da um 4 Siegpunkte. Ne, um 6. Ich wollte mir noch irgendwann mal das T-Shirt vom Olli, muss ich mir noch irgendwann mal machen. Ich spiele, um den Gegner zu demütigen oder so, außer noch ans T-Shirt. Okay. Ihr mit eurem blöden Rosa. Rosa geht mir jetzt schon auf den Sack. Du hast 9, er hat 6, ich habe 8. Stand. Das geht mir ein bisschen in den Strich, ne? Was machst du denn da? Ich mach meine Sonderfähigkeit, die kleinste Karte zu mir nehmen. Ach, bei Rosa. Ja. Okay. Es liegt noch 10. Denk mal hier mal eine 5. Bis 11. Ich kann nichts dagegen machen. Ich bin. Komm jetzt schon wieder, ich hab keinen Kunden mehr. Doch, ich hab noch einen. Lass den mal am Tisch. Unglaublich. 11, 10, 16. Dann bin ich die. Das ist schön. Komm, weg. Gerade weg. Ich hab noch einen Zug. Ja, aber ich hätte. Ach so, wir haben noch einen Zug. Ja, aber ich hätte es sowieso auch. Ja, wenn ich noch einen Zug habe, lege ich sie dahin, dann darf ich mir nämlich noch hier so einen Osch angucken. Traum dir ansatzlos auf die Dose. Was habe ich denn hier? 11, 12, 13. Das ist aber safe. Gut, damit aufgedeckt. Aha, die negieren sich. Gut. Dann angefangen bei Blau. Ah, fuck um 1 nicht. Ich habe 11, 12, 13. Ich habe auch 13. Ernsthaft? Mhm. Da. Ach, jetzt um 1. Rosa habe ich nichts. Ja, ich um 1 nicht. Ich habe meins sind tot. Kommen die raus? Das ist drüber, das? Ja. Du kannst auch ein Geld ausgeben. Ah ja, ich kann ein Geld ausgeben. Also musst du nicht. Genau. Aber sonst, ja, sonst genau. Kommen sie raus. Aber wieso? Der hätten wir mal. Ich habe 12. Ja. Das sind 12, 16. Dann ist 13, 13. Ach, minus 13, 13, ja, nicht. Wir, haben, wir haben Sonntag. Ja. Hast recht. Dann kriegst du die höchste da. Achso, habe ich hier die höchste genommen? Nee, wahrscheinlich hast nicht. Du nicht. Mal hast du nicht, weil ihr hattet Gleichstand. Du kriegst nicht immer die höchste. Sieb, ich habe da 9. 11, ich habe auch 9. Was ist denn hier los? Das sind auch 2 Siegpunkte. Aber jetzt pass auf. Ja. 13. Das geht liegen an dich. 6, 12, 13, 14, 15, das ist nicht so toll. Okay, letztes Mal Startspieler weiter. Mich mal die.
Matthias hat ja jetzt eine Karte liegen. Genau. Hast du 5 Münzen? Ja, aber die zählen nur 2. Ich hätte lieber 5 Karten. Die zählen mehr. Naja, auch nicht mehr als die eine Karte von Matthias. Nö. Was ist das denn für ein Verein? Oh, was ist das denn? Ui. Exactly. Ja, dadurch, dass sich das ansammelt, die ganzen Runden, das ist natürlich schon eine Sache, ne? Okay. Das heißt, wenn du zu hoch bist, willst du die Farben eigentlich nicht spielen, aber dann können die anderen dir wieder die Mehrheit abkramen. Gib mal den Stapel noch ein Ticken höher. Was macht's für einen Unterschied? Ich komme leichter dran, wenn ich gleich einen grünen spiele. Einfach was sagen können. Hab ich doch. Gesagt, den Gartenstapel. Und die kleinste lege ich an, ne? Ja. Ja, bei dir. Das ist die Fähigkeit aktuell, ja. Wie viel haben wir denn da überhaupt so? 10, 16. 16. Was hast du da jetzt mehr? 14, 11, 9. Gott, ich lege erstmal hier eine. Ich bin dran. Dann mach. Oh, wir haben Gäste. Und was treibt ihr so sonntags? Freut ihr euch schon auf die Messe mit den Herbstneuheiten von den Gästen, die drin sind? Wir machen hier gerade unsere Testpartie, um zu gucken, ob auch alles funktioniert bei unserem Streaming für die nächsten 7 Tage. Und spielen ein Spiel. Aporta ist, sind es nicht Holländer? Nee. Hast du mir nicht erzählt, das sind Griechen? Das sind Griechen. Ah, Griechen. Aporta Games ist Griechen. Ja, doch, kann sein. Ja, können Griechen sind sie auch. Es gibt ja nur 2 große griechische Verlage. Ne? Aporta und, wie heißen die anderen? Atypia. Ja, ja. Stimmt. Was habt ihr denn da so? Du hast 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann gehen wir hier mal auf 12 hoch. Wenn es ein Plus ist, ist es kacke, ne? Meinst du? Sonst würdest du nicht so lange überlegen, mein Minus ist jetzt schon längst da gelegen. 13. Du hast doch 2 Kappen. Ich habe 4. Nee, der hat Matthias. Der zählt nicht. 13. Dass ihr jetzt alle bei Blau mitmischt, gefällt mir auch überhaupt nicht. Überhaupt nicht. 6, 7, 8, 9, 10, 14. Ich habe hier 12. Du hast 13, ne? Dann machen wir doch hier mal 14 draus. Je nachdem, wie Matthias spielt, gönne ich ihm die 10 Stunden Fahrt hierher. Oh. Weg. Ein Zug haben wir noch. Mhm. Was ist denn da? 8, 9, 10. Was liegt denn da? 8, 9, 10, 16. Du hast 12. Ja, ich brauche den Einzug auch. Weil du ja alles hinlegen musst, ne? Das ist schon fies. Das ist echt fies. Also das Spiel gehört auf jeden Fall zu Kartenspielen, die muss man auch definitiv mehrmals... Okay.
warte, ich muss noch eine Karte nehmen. Du hast eine kleine und darfst sie anlegen. Mhm. Jetzt wird's spannend. Wie viel hast du da? 9 und 6 sind 15 und du hast 14. Wenn du da was wegnimmst, dann kannst du Limit. Ich auch 5. Nee, ich krieg nur eine 3 und 14. Was ist denn das Limit dann? Limit? Bringt mir also nichts. Hier wäre vielleicht noch als Upgrade so ein Counter ganz gut, den man hochdrehen kann. Mhm. Das wäre auch nicht schlecht. Der Rolf! Ei, gute Rolf! 9. Du bist auf der Messe diese 12. Woche, oder? Also vor Ort. Also auch nicht. Bist du als ja Erklärer Mist. Auf der Messe oder als Gast, Rolf? Oder als Aussteller? Und wenn ja, für welchen bist du denn auf tätig dieses Jahr? Ich will die 4 hier hin tun, dann darf ich auch die niedrigste schnappen. Jetzt muss ich aufpassen, was ihr da tut. Was, du hast da gerade was weggenommen, aber du hast ja was hinzugelegt. Bei Grün habe ich 14. Er hat 15. Er hat 15. Wenn ich da die 3 wegnehme, was dann das Limit? 16. Bist du drüber? Dann bin ich drüber. Das ist nicht schlimm. Mach ich. Und dann legen wir alle Karten hin. So. Dann decken wir den hier auf. Und dann fangen wir mit Blau an. Das Limit ist 6, 12, 15, 19. Ich habe 11, 15, 13. 15. Ich habe 10, 17, 20. Lass mich eine Münze. Dann kriegst du die 6. Mhm. Dann Rosa, habe ich 6, 12, 14. Ich auch. 10. Kriegen wir beide eine Münze. Dann Gelb. 12. 7, 8, 9 nur. Ich habe auch noch 9. Du bist noch im Limit, ja. Helfe ein bisschen bei der Spielwiese. Sehr schön. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich habe einen drüber, glaube ich. Dann zahle ich einen. 15. Damit kriege ich den. Und dann zählen wir einfach alle unsere Karten zusammen und wer die meisten Siegpunkte hat, der gewinnt. Die zählen ja nichts mehr, ne? Spielwiese zeigt, wie macht ihr das eigentlich? Lasst ihr die Leute Mikro-Makro auf der Messe spielen mit der Promo? Die hier zählen auch, ne? Ja, yeah, ich glaube schon. Ich gucke gerade nach. Rolf, lasst ihr die Leute Mikro-Makro mit der Promo spielen oder mit normal? Weil dann spoilerst du dich ja schon. Aber es kann ja trotzdem sein, dass ihr sagt, ja, ist ja nicht so schlimm. Da ist doch eine Promo drin. Nee, es gibt eine Promo, die ist nicht automatisch drin. Es gibt eine Promo, ja. Matthias, seine Promo haben wir auch hier. Kriegt er noch von uns. Was wollte ich? Ihr wollt wissen, was After Score in Round 2, add up the value of all cards in your home base and your bonus cards. Add 2 points per gold. Ja, alle. Sechzig, achtundsechzig, siebzig. Oh, nee. Das heißt, ich habe gewonnen? Ja. 68. Ich habe 75. Genau, das Ach war... Ach nein, Quatsch, die zählen ja 2. Sie zählen 2. Dann 1, 2, 3, 4, 79. Ach, nee. Das glaube ich jetzt nicht nachzählen. Nein. Du kannst gerne nochmal zählen, Nein. Aber ich habe die nur einfach gezählt. Wird nur gezeigt, bei uns wird nicht gespielt. Ah, also ja, am Essenstand von der Spielwiese kann man auch gar nichts spielen dann dieses Jahr. Habt ihr das entschieden wegen der Größe oder weil es wegen der Neuheit keinen Sinn macht? Wenn du das überhaupt weißt, also der Michael bist ja garantiert, aber vielleicht weißt du das ja. Sollen wir ganz mal kurz gucken, was es hier für andere Funktionen gibt oder sollen wir erst unsere Meinung so sagen? Das brauchst du nicht lesen, da steht nur ein Wort immer drauf. Was? Ich wollte die eigentlich wieder reintun. Ach so, ja. Ja. Das kannst du aber noch kurz warten. Also wir hatten den Infiltrator, der hat nochmal Rebellenkarten und die liegen verdeckt aus. Und man zieht die Top-Rebellenkarte und kann die Rebellenflagge versetzen. Und wenn du Rebellenkarten hast, die zur Rebellenflagge zählen, dann passiert anscheinend was. Must be laid down. Ah, und wenn du Rebellenkarten auf der Hand hast, musst du die da hinlegen, wo die jeweilige Flagge ist. Ah. Egal, welche Farbe sie hat. Hast also keine Kontrolle drüber. Das sind Rebellen. Okay. Recruiter. Da kommen Rekrutenkarten rein.
Take the face-up recruiter card from the deck and place it in the matching district in your home base. Then flip the top card of the deck. Okay, also jedes Mal, wenn du einen hier hinsetzt, wird eine geflippt, anscheinend. Okay. Shuffle the Rebel Cards. Ah, da kommen schon wieder die Rebellen rein. Zieh drei Karten. Oh, ich glaube, das wird kompliziert, wenn wir hier alle durchlesen. Nee, das wollte ich also wir haben auf jeden Fall 16 verschiedene. Alle machen was Unterschiedliches in jeder Form. Und anscheinend auch was komplett Unterschiedliches. Also nicht nur so ein bisschen. Es gibt zum Beispiel einen extra Zug. Macht Sinn. Ne? Es gibt Sachen, die was mit Geld machen. Und dadurch wird jede Partie anders. Ich habe das Capital Lux 1 tatsächlich noch nicht gespielt gehabt. Das kommt dem am nächsten, auch wenn es schon verbesserte Regeln hat. Und ich finde, das Material ist vollkommen ausreichend. Ich hätte hier vielleicht tatsächlich, wäre es ganz schön gewesen, einen kleinen Counter zu haben. Aber muss ja auch nicht, weil der muss natürlich auch extrem hoch gehen. Mhm. Über 10. Aber, ja, vor allem, der kann richtig hoch gehen. Das ist gar nicht schwierig einzuschätzen. Ich fand die Dynamik gut. Also die Regeln sind eigentlich total simpel. Ne? Hast du schnell erklärt, kannst sofort loslegen. Gut, Kleinigkeit haben wir falsch gespielt, haben es dann angepasst. Ich fand die Dynamik gut, weil es auch über 3 Runden geht. Mir hat es gut gefallen, sehr gut sogar. Ja, mir hat es auch gefallen. Das ist schnell zu spielen. Ich glaube, wir haben relativ einfachen Bonusplättchen gehabt, wenn ich mir so allein bei Blau die anderen drei jetzt angehört habe. Es gibt auch welche, die einen ganzen Plan mit reinbringen. Also, ja, okay. Da gibt's schon, also ich glaube, in der Varianz ist es auch noch relativ einfach zu spielen. Das wird dann eben nochmal deutlich komplexer. Ja. Und ja, sehr variabel, ne? Wie gesagt, weil du ja alle möglichen Plättchen auch nochmal miteinander mischen kannst. Hast du so ein kleines Tricky-Element drin? Ja, das ist schon. Trotzdem jetzt eigentlich schnell gespielt. Man 6 Karten spielen irgendwie vor, ist immer 2 traden, das draften, das ist schnell gemacht. Ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig. Mal gucken, was die Berner sagt, wenn du, weil du musst ja dauernd Karten zusammenzählen. Aber ich war, das war gerade das Limit, wo ich sage, akzeptabel und nicht Arbeit. Ja, nee, das finde ich, tatsächlich noch nicht. Nee, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also ja, da, wenn du jetzt so am Ende so die letzten paar Züge, wo es dann jetzt schon hoch war, musstest du jetzt schon gucken. Aber ich fand, das ging jetzt schon. Also das fand ich jetzt nicht so nervig. Nee, hat mir eigentlich auch gut gefallen. Also ich fand wirklich, es ist flott gespielt. Man hat doch einige Möglichkeiten auch zu taktieren. Es ist auf jeden Fall variabel genug, dass es auch über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall Spaß macht. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es auch spannende Kombis gibt. Also dass das auch so eine Sache ist, dass man, wenn man dann die verschiedenen Sonderfähigkeiten kennt, dass man dann auch gucken kann, welche Kombos vielleicht nett oder Spaß zusammen machen. Oder also ganz kurz vom Rolf. Ich glaube, wegen dem Hygienekonzept, genau das müsste Michael sagen, er fragt, ob wir bis Sonntag streamen. Ja, Rolf, wir streamen jetzt Montag bis Sonntag. Vermutlich fast nonstop, außer Frühstück, Mittagessen, Abendessen, vielleicht sogar immer bis Mitternacht, je nachdem, wie lange Matthias nicht durchhalten. Tatsächlich haben wir uns das vorgenommen. 7 Tage streamen, wir sind wahnsinnig. Ich glaube sogar, wenn ihr euch erinnert, Aporta Games hat nicht viele, also manche Spiele kamen in Deutsch raus, aber nicht alle. Das Santa Monica kam raus bei Pegasus, aber später. Hat mir aber sehr gut gefallen, fand ich ein sehr gutes Spiel. Das war das mit der Comic... Nee, das war bei Asmodee, glaube ich. Ne? Also erstmal Santa Monica liegt hinten, das heißt nicht Santa Monica. Genau, das heißt... Aber das heißt so ähnlich. Santa Cruz? Nein. Aber das kam raus, das kam bei Asmodee raus. Nein, nee, Pegasus. Das ist bei Pegasus und das Automobil, was auch von ihnen Santa war. Santa Maria. Das Automobile war von ihnen mit der Comic-Grafik. Das kam bei Asmodee raus. Ansonsten kamen viele Sachen teilweise nicht raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das erste nicht rausgekommen ist, weil es vielleicht die Partner gesagt haben, es ist nicht abwechslungsreich genug. Und jetzt haben sie dafür gesorgt, vielleicht kommt das jetzt ja auf den Markt, weil jetzt hat es ja sehr viele Abwechslungen, auch wenn wir jetzt nur das Einstiegsszenario gespielt haben. Also ich finde, könnte auf den deutschen Markt rauskommen, ist auch total leicht zu übersetzen, außer die Anleitung, mehr ist nicht. Ja, das war unser erstes gestreamtes Spiel. Sorry, dass wir heute noch nicht ganz so fit sind und dass wir einen Ticken länger gebraucht haben, auch um das Streaming zu laufen zu kriegen. Ich habe knapp eine halbe Stunde gebraucht, weil da hat was mit YouTube, wie gesagt, nicht geklappt. Jetzt sollte alles fix sein. Jetzt bin ich wieder richtig angemeldet. Wir haben das Programm gefixt. Ich sehe das auch schon morgen. Wir hoffen auf weniger technische Probleme. Wir gucken mal, dass das alles perfekt klappt, weil ich muss immer noch meinen Fuß ab und an mal hochlegen und so. Aber wir gehen davon aus, es klappt gut. Und morgen würden wir beginnen mit 2 Zwei-Personen-Spielen, die ich kurz mit Matthias spiele, während die Berner kurz unsere Kinder in die Kita bringt. Und danach wollten wir spielen Loop, wo ich mich schon seit Wochen drauf freue.
liegt hier, soll sehr, sehr gut sein. Deckbauer mit Zeitreisenspiel, wobei Deckbau nur als nicht die Kernmechanik ist. Und hat ein sehr ausgefallenes Thema. Und es ist in Deutsch erhältlich tatsächlich bei Brettspielbox, ne? heißt der Verlag. Boardgamebox. Boardgamebox, genau, Boardgamebox. Die es in Deutsch rausbringen, was mich sehr freut, weil das Thema ist sehr ausgefallen. Genau, und dann gucken wir mal, dann wollten wir, glaube ich, je nachdem, wie wir gut durchkommen, spielen wir noch eins, dann machen wir Mittagspause und dann kommen schon die nächsten dicken Klopper, die wir dann vorhaben. Unter anderem Atlantis Rising wollten wir, glaube ich, spielen und abends wollten wir auf jeden Fall spielen, das hast du gelesen gehabt. Praga Kapodregni. Praga Kapodregni, was eigentlich auch keine Herbstneuheit ist, aber ich glaube, das ging auch teilweise unter. Für uns ist es neu, wir haben es noch nie gespielt und dieses Jahr, das Spiel hat er uns noch nicht schicken können. Das stellen wir euch dann nach Essen wahrscheinlich vor. Und wir haben den Plan online gestellt, was wir wann so ungefähr streamen. Samstag, Sonntag ist noch nicht definiert, weil wahrscheinlich auch noch Montag, Dienstag, Mittwoch Pakete hier eintrudeln. Und wir wollten da komplett offen sein. Zum Beispiel wird reinrutschen die Rote Kathedrale, was es eigentlich nicht mehr geschafft hätte in unserem Stream. Aber dank dem lieben Olli, dem Spielevater, der uns sein Exemplar ausleiht für den Stream, weil er war beim Presseevent von Kosmos dabei und wir dieses Jahr leider nicht. Und wir werden das streamen, spielen und ihn auch natürlich wieder zurückschicken, können wir das auch streamen, bevor es rauskommt. Weil, soweit ich Kosmos verstanden habe, wird es erst am 28. ausgeliefert. Das wäre dann nach der Messe. Und das werden wir sicherlich einschieben, weil erstens, das tun wir Olli nicht an, wenn er sich schon die Mühe macht. Und zweitens, das ist, glaube ich, ein sehr gern gesehenes Spiel. Wir haben uns auch drauf gefreut. Ich habe es jetzt nur zu zweit gespielt. Ich bin da mal gespannt, wie es zu dritt oder zu viert ist. Genau. Das war dann der Stream. Können wir doch sonst noch was für dich tun, Rolf, wenn du schon Gast bei uns bist? Außer, dass Malle hoffentlich weiterhin bei dir auch festgesetzt ist. Ne? Also wir planen, Malle zu machen. Mit dir, wenn es geht. Wenn nichts dagegen spricht. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel, was passieren könnte. Klopf aufs Holz. Spielmarker. Ich frage, ob man die Boards ein bisschen größer, ein bisschen dicker machen könnte, aber das ist ja immer auch die Diskussion bei Alea. Das ist gute Pappe tatsächlich. Ich habe jetzt mal die Tage, ich bin mal gespannt auf den Matthias, seine Meinung, ich habe ein Spiel ausgepackt, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Meine Güte, haben sie da schlechte Pappe genommen. In meinen Augen erstmal so beim Auspacken. Also so richtige Wellenpappe, das habe ich noch schon lange nicht mehr gesehen bei Spielen. Vielleicht gibt es einen Grund, während wir spielen. Wir werden es ja dann aufbauen. Aber das ist echt nicht die typische Gamers-Qualität, die sie da genommen haben. Aber Rolf schreibt gerade nichts mehr. Ich werde euch leider nur noch morgen Abend zuschauen können. Ja, oder tagsüber. Ach so. Nee, du bist ja auf der Messe. Nee. Ja, tagsüber kannst du uns auch noch zuschauen, Rolf. Wir spielen ja morgen auch von morgens früh. Malle, ist der Flug schon gebucht? Guter Mann. Stimmt, du hast ihn umgebucht, glaube ich, ne? Weil es gerade so günstig war oder irgend sowas war da. Guter Mann. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir 22.06 Uhr. Wir gehen jetzt nochmal kurz in uns, ob wir dann heute noch weiter streamen oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber, glaube ich, nicht ganz so hoch, weil der Matthias sehr viel gefahren ist. Wahrscheinlich werden wir noch ein bisschen schwätzen. Und dann werden wir uns heute tatsächlich früher ins Bett begeben, damit wir morgen fit sind. Und nicht so Spielfehler machen und so. Wobei, auch das kann immer passieren. Wir lesen die Regeln ja zum ersten Mal bei vielen Spielen. Ich habe ein paar Spiele noch mit Bernhard geschafft die letzten Tage, aber nicht so viel, wie ich wollte, wegen dem Fuß. Deswegen, uns passieren garantiert noch ein paar Fehler, wo wir kurz die Regeln nachlesen müssen. Wir haben ja nicht dauernd Erklärer von den Verlagen hier, wie wir es gewohnt sind. Genau, wir müssen selber lesen. Nicht so ein Rolf oder so. Genau, wir müssen die selber lesen und ihr dürft nicht vergessen, wir spielen jetzt, ich habe geguckt in meinem Scheduler, wahrscheinlich knapp 100, 110 Spiele in 7 Tagen. Und ein paar Regeln davon haben wir vorab gelesen, ein paar lesen wir vielleicht kurz vorher oder an Mitternacht oder morgens. Das heißt, dann passieren natürlich auch Regelfehler, kann passieren. Ja. Es gibt auch noch die Leute, die arbeiten müssen. Echt? Wo? Nee, ist klar, nee, verstehe ich, Rolf. Ich habe mir extra Urlaub genommen und als der Matthias gesagt hat, er kommt früher, also ich hatte eh die ganze Woche Urlaub, ich muss irgendwann mal meinen Jahresurlaub nehmen und dieses Jahr war ich viel krank und habe auch die 2 Wochen nach, ich habe eigentlich immer die Woche zur Messe und die Woche danach Urlaub und dieses Jahr sogar beide Wochen danach. Das heißt, für mich ist Luxus und der Matthias konnte tatsächlich vorher kommen, was mich sehr freut.
Weil dann schaffen wir halt 7 Tage, was... Mal gucken, ob wir uns dann am Ende noch drüber freuen. Und ich habe auch festgestellt, wir müssen umswitchen, die Loser-Buttons, da muss die Ayana noch einmal. Ich habe nur 5 Loser-Buttons vom letzten Jahr. Ich habe jetzt in der kurzen Zeit keine mehr bestellt bekommen. Oder ich bestelle sie noch morgen und sie kommen vielleicht bis Donnerstag, Freitag. Mal gucken, dass ich noch 2 Loser-Buttons auftreibe. Genau, dann mache ich den Stream mal dicht. Rolf, hat mich gefreut. Vielleicht sehen wir dich abends. Abends spielen wir Caput Regni von Delicious Games. Wahrscheinlich. Ziemlich sicher. Also sehr, sehr sicher spielen wir das. Und ansonsten wünschen wir dir sehr viel Spaß auf der Messe. Bleib gesund. Ja, unbedingt. Erklär vielen Leuten das Spiel, Mikro Makro, weil ist ein tolles Spiel. Eins der absoluten Highlights, glaube ich. Ich empfehle es auch jedem. Wobei ich habe neulich tatsächlich das erste Mal gesagt, noch nicht, weil er wollte es mit seinen Kindern spielen und ein Kind war 5, die anderen so 8. Ich habe gemeint, grundsätzlich ja, aber es ist ja noch nicht das Kindermikro Makro draußen. Das kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr, ne? Ich weiß nicht, wie das 2er ist von den Fällen. Ja, ich glaube, das 2er hat mehr. Ich glaube, es ist markiert. Ja. Deswegen habe ich ihm gesagt, wenn, dann soll er sich das 2er holen. Das 1er, da sind die Fälle ja nicht markiert, die ein bisschen heftiger sind. Ich glaube, viele Auflagen auch, aber ja. Ich glaube, die 2er, da hat ein paar mehr Jugendfreiheit. Genau. Und hab viel Spaß auf der Messe. Wir werden den Spaß hier versuchen rüberzubringen und dann sicherlich auch haben. Ihr seid verrückt, ja, ich sehe es. Ja, wir sind verrückt. Brettspiel verrückt. Im guten Sinne. Bis denn, macht's gut. Ciao. Wo habe ich ihn damals bestellt, die Button?